total darüber, euch begrüßen zu dürfen im Namen der Open Knowledge Foundation zum ersten Open politischen Abend. Und ich freue mich vor allem über unsere Vortragenden heute, Monty und Katharina. Und bevor wir loslegen, vielleicht noch ein, oder bevor ich was zu den Vortragenden und zum Inhalt sage, vielleicht ein Wort zu dem Format, weil das jetzt der erste ist und der Auftakt des Open politischen Abends, also der erste, der aus der Idee oder Überlegung heraus entstand, der Open Knowledge Foundation, dass wir die politischen Begriffe, die wir so benutzen, eigentlich noch viel stärker mit Sinn und Bedeutung füllen müssen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, der sich für Informationsfreiheit, Transparenz, freies und offenes Wissen einsetzt. Und diese Begriffe haben schon auch mit Gesetzen zu tun und mit technischen Tools, aber vielmehr adressieren sie eigentlich so ganz grundsätzliche Fragen an unsere Gesellschaft und wie wir miteinander leben wollen. Deswegen glaube ich, dass der Vortrag heute wunderbar passt. Es geht nämlich um Transparenz oder besser gesagt Intransparenz rund um die rassistisch motivierten Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Und eigentlich nicht nur darum, sondern auch um die strukturellen Bedingungen, die das eigentlich ermöglicht haben, dass der NSU so lange tätig sein und wirken konnte. Und die Gäste, die wir heute da haben, sind einmal Katharina König. Katharina ist Politikerin und Mitglied des Thüringer Landtags und Sprecherin ihrer Fraktion für Datenschutz, Antifaschismus und Netzpolitik und war im ersten und zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen Mitglied und hat entsprechend sich lange, lange mit diesem Thema beschäftigt und auch davor schon. Und Monty ist wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon in antifaschistischen Initiativen unterwegs und kennt sich dort entsprechend gut aus und darüber hinaus auch Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet, die so ihre eigene Historie und Geschichte mit dem Verfassungsschutz hat, sollen unter anderem die Konzerte verboten werden und ich glaube, daher kannst du auch relativ sozusagen ein Lied davon singen, was der Zusammenhang ist zwischen Macht und Intransparenz. Er hat auch ein Lied drüber gesungen. Ja, Applaus. Beide sind unterwegs und aktiv und auch dieser Vortrag heute ist eine Unterstützung für das ich kann gar nicht genug Respekt dafür ausdrücken, für die Arbeit, die der Watchblog NSU Watch macht. Das ist ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen und Initiativen, die sich mit der Aufarbeitung und Aufklärung rund um den NSU-Prozess und um den NSU und die Verwicklungen und Geheimhaltungen auch rund um den NSU beschäftigen, machen eine ganz hervorragende Arbeit und die kann man übrigens auch mit Spenden unterstützen. Ein letztes Wort dazu, die Vortragsreihe von euch hat den Titel Auf jede Antwort noch mehr Fragen, der NSU-Komplex und ich kann mir echt keinen besseren Titel für die Situation eigentlich vorstellen. Also dieser etwas unfassbaren Handhabe des NSU-Komplexes und mir geht es eigentlich anders und in der Tradition werden wir auch danach eigentlich noch viel Raum und Zeit für Fragen haben und ich wünsche euch jetzt erstmal einen informativen Vortrag und freue mich auf die Diskussion danach bei Fragen und Antworten und 1, 2, 3, 4 Bier hinterher. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo, okay, wunderbar. Danke für die begrüßenden Worte und die eigentlich schon Teil unserer Einführung ersetzen. Das macht zum einiges einfacher dann auch. Vielleicht eins noch zur Ergänzung und zwar NSU Watch dokumentiert ja nicht nur den Prozess in München, sondern auch alle Untersuchungsausschüsse, die es bisher gegeben hat, beziehungsweise die es auch noch gibt und nur zum Hintergrund. Nur zum Teil wird ja per Wortprotokoll oder überhaupt öffentlich, was da in den Untersuchungsausschüssen passiert. Und insofern ist einfach eine Wahnsinnsarbeit, das Ganze heute hier zur Unterstützung. Und wir freuen uns, wenn ihr sozusagen die Möglichkeit darüber hinaus nutzt, NSU Watch auch mal per einer Spende oder so zu unterstützen. Es gibt auch Spendenquittungen. Jetzt am Jahresende, so kurz vor der Steuerabrechnung, macht das ja für einige dann noch Sinn. Genau, aber wir steigen jetzt in unseren Vortrag ein und es beginnt, Monty. Ja, wir wollten einfach nur mal zum Anfang einen kurzen Rückblick geben, zum Anfang der 90er Jahre, weil das genau die Zeit war, wo Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos sich politisiert haben, ja, wo sie zu aktiven Neonazis wurden,
politisch geprägt wurden. Es war die Zeit, in der die Nazis immer stärker wurden, ja, Flüchtlingsheime Anfang der 90er, Brandenflüchtlinge angegriffen wurden. Nicht nur Flüchtlingsheime, sondern auch Wohnhäuser, ja, was nachher gipfelte in so Sachen wie Solingen, Mölln, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Sachen, die vielleicht Leuten Begriff sind, Rostock-Lichtenhagen, wo die Neonazis und der Beifall von Hunderten, nahezu Tausenden Bewohnerinnen aus Rostock aus der Bevölkerung beklatscht wurden, wenn sie Molotow-Cocktails in die Flüchtlingsheime geschmissen haben. Und genau in dieser Zeit haben diese drei sich politisiert, ja, haben gemerkt, sozusagen eine Zeit, wo die Nazis merken, Menschen können was verändern, durch Gewalt auf den Straßen. Wir sind zwar nicht in den Parlamenten, aber parlamentarisch lässt sich was bewegen. Ja? Denn die Schlussfolgerung aus so Taten wie Rostock-Lichtenhagen war nicht vom Staat, war nicht, dass man irgendwie Nazis, den Rassismus angegangen ist, sondern dass man beispielsweise faktisch das Grundrecht auf Asyl abgeschafft hat. Weil man inhaltlich gesagt hat, Mensch, Rostock-Lichtenhagen darf nie wieder passieren. Und deswegen sollten wir vielleicht nicht so viele Ausländer haben, weil dann passiert das nicht mehr. Nicht die Schlussfolgerung, lass uns mal auf die Nazis an, lass uns mal die Nazis härter angehen. Wir haben einmal was mitgebracht. Anfang der 90er gab es die Deutsche Alternative, eine neonazistische Partei, die auch Anfang der 90er Jahre verboten wurde. Die hatten eine Zeitung, den Brandenburger Beobachter. Und daraus haben wir einfach mal einen kurzen Text mitgebracht, den ich vielleicht ich lese es einfach mal vor. Es ist ein natürlicher Vorgang, wenn sich 95% eines Volkes gegen die Einwanderung von Angehörigen eines fremden Volkes in sein Staatsgebiet wehren. Den bei uns ablaufenden Vorgang der Landnahme durch Fremde, missbrauchte Volksangehörige kann man nur als eine von den Hintergrundkräften gezielt herbeigeführte und beabsichtigte Umvolkung bezeichnen. Hier bei uns geht es deshalb nicht um die Asylfrage, sondern um das Recht, uns gegen die Einwanderung Fremder zu wehren. Wäre ein solcher natürlicher Widerstand, wie wir in der Zeit vor allem in Mitteldeutschland erleben, nicht mehr vorhanden. Das Volk der Deutschen hätte seine Lebensberechtigung bereits verloren. Diese Abwehrmaßnahmen der dortigen Bevölkerung als unnatürlich zu bezeichnen, ist nicht nur politisch falsch. Also, ein Text aus einer verbotenen, aus dem Heft einer verbotenen Nazi-Partei, da schlagen wir den Bogen zu heute. Ja, es ist einfach de facto inhaltlich genau das Gleiche, was die AfD bringt. Bloß, dass die jetzt mit, keine Ahnung, da wo ich herkomme, mit 21% im Landtag sitzt, im Bundestag mit 13% sitzt. Inhaltlich genau das Gleiche. Auch politisch gibt es immer wieder sozusagen Parallelen. Wenn ich irgendwie mit so alten Rostocker Zecken oder so labe, erzählen die ganz oft irgendwie davon, von diesen Verhältnissen, hätten gesagt, dass sie nicht gedacht hätten, dass es nochmal so wiederkommt, ja, dass das Anfang der 90er da passiert ist, dass die antifaschistische Bewegung da versagt hat, dass man sich zu sehr auf den Staat, auf die Bullen verlassen hat und de facto versagt hat und aber nicht gedacht hätte, dass 25 Jahre später und man wieder gefühlt identische Situation hat, ja, punktuell. Denn da ist passiert genau das Gleiche. Seit 2015, 2016 werden wieder Flüchtlingsheime hier angezündet, werden wieder Menschen zuhauf angegriffen und der Staat reagiert wieder genau das Gleiche mit der Verschärfung des Asylrechts. Ja. Genau. In diesem Zeitraum beginnt die Politisierung. Vielleicht eins, Klammer auf, auch in Rostock-Lichtenhagen war bereits ein V-Mann dabei, und zwar nicht irgendeiner, sondern Norbert Weidner, der sich selber als Pressesprecher der rassistischen Pogrome von Rostock-Lichtenhagen bezeichnet hat. Wunderbar sozusagen, zeigt schon von Anbeginn auf und stellt aber auch von Anbeginn die Frage, was wusste möglicherweise der Staat über die organisierten Ausschreitungen, die in Rostock-Lichtenhagen stattgefunden haben. Und wie ist der Staat damit umgegangen? Nämlich, also wir wissen ja alle, wie er damit umgegangen ist, aber was hat er mit den möglicherweise vorhandenen Informationen gemacht? Das zieht sich sozusagen komplett durch den NSU-Komplex. Hier im Hintergrund zu sehen auf dem Bild ist eine von mehreren Kreuzverbrennungen, die es 1995, 96 unter anderem in Jena gegeben hat. Das Besondere bei dieser Kreuzverbrennung ist, dass neben
Ralf Wohlig, Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt in Tarnhose auf dem Bild mit Hitlergrüßen bzw. Kühngrüßen. Auch der Sozialarbeiter eines kommunalen Jugendzentrums mit an der Kreuzverbrennung teilnimmt. Hintergrund ist es aufgrund der, Zitat, Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Jugendgruppen, so wurde das damals in Medien bezeichnet. Die damalige Bundesministerin für Familie, Jugend, Senioren und Soziales auf die Idee kommt, man müsste doch ein Programm auflegen, um insbesondere in Ostdeutschland etwas gegen diese zunehmenden Gewaltexzesse zu tun. Was komplett ignoriert wird, ist der politische Hintergrund der ausschreitenden Gewalt, nämlich Neonazis greifen Jugendliche an, die sich dem linken alternativen Spektrum zugehörig fühlen, und sie greifen Menschen an, die eine andere Hautfarbe oder eben auch einfach nur ein anderes Bild darstellen, heißt nicht in das Weltbild der Neonazis passen. Konsequenz ist, das sogenannte Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, extra aufgelegt für Ostdeutschland, Hintergrund akzeptierende Jugendarbeit, ein vollkommenes Fehlverständnis der akzeptierten Jugendarbeit. Und es gibt diverse Beispiele, die im NSU-Komplex dazu eine Rolle spielen. Das Entscheidende für das Kerntrio des NSU ist der Winzerclub in Jena, städtisches Jugendzentrum. Dort unter anderem Bandproberaum für Neonazi-Bands, aber eben auch Veranstaltungsort, wo Neonazis nicht nur Politveranstaltungen durchführen konnten, sondern eben auch Partys. Und eine dieser Partys, da ist ein Flyer für die, die es jetzt nicht so sehen können, eben mit hier im Vortrag zu sehen, eine Geburtstagsparty unter anderem von Ralf Wohlleben mit Triskele, mit Reichsadler und mit islamophoben und rassistischen Ausschlussparagraphen. Die Polizeibeamten, die wir im Untersuchungsausschuss gehört haben, haben ganz klar gesagt, dass sich faktisch um diesen Winzerclub herum, genauso wie in anderen Städten bei solchen Projekten, am Ende eine national befreite Zone gebildet hat, heißt aus den Jugendzentren heraus konnten Neonazis mehr oder weniger tun, was sie wollten. Es gab kaum Grenzsetzung. Für Jena gab es dann irgendwann mal eine Auseinandersetzung, dass es ja nicht gut wäre, wenn solche Bands mit bestimmten antisemitischen, rassistischen Texten in einem Jugendzentrum proben, dass man da ja eine Konsequenz ziehen müsste oder ihnen Grenzen setzen sollte. Und die Grenzsetzung war dann, dass mit den Bands geredet wurde, sie können weiterhin die Musik proben, aber bitte nicht mehr die Texte im Proberaum. Gleichzeitig weiterhin allerdings die Auftrittsmöglichkeiten für die Nazi-Bands. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe sind nur drei von ungefähr einer dreistelligen Anzahl von Neonazis, die sich in Jena damals bewegen. Hinzu kommen weitere über 1000, die in Thüringen sich dann später dem Thüringer Heimatschutz anschließen. Und wir springen jetzt mal immer zwischen so einzelnen Ereignissen hin und her und probieren darüber den gesamten Komplex ein bisschen darzustellen. Das nächste Datum oder das erste entscheidende Datum ist der 26. Januar 1998. Das ist der Tag der sogenannten Garagendurchsuchung. Der Garagendurchsuchung und des Untertauchens der drei. Dem Ganzen geht voraus, dass seit 1995 in Jena, in Rudolstadt, also alles so im ländlichen Raum am Ende, diverse Straftaten von Neonazis festgestellt werden, allerdings nicht identifiziert werden kann, wer denn dafür verantwortlich ist. Es gibt unter anderem den sogenannten Puppentorso-Fall, heißt eine lebensgroße Puppe mit Davidsstern auf der Brust, die in der Nacht, bevor Ignaz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrates der Juden, sich auf dem Weg nach Buchenwald begibt, von einer Brücke heruntergehangen wird. In der Nähe dieses Puppentorsos wird dann ein Fingerabdruck gefunden, der zum Teil, also so ein Teilabdruck, der Uwe Böhnhardt zugerechnet werden kann. Dann kommt es zu den sogenannten Sprengstoffattrappen, den Briefbombenattrappen, Übergriffen auf die Denkmäler für die Opfer des Faschismus. Und die Polizei beantragt daraufhin, also nach ungefähr 2 Jahren Ermittlung im Jahr 1997, eine Observationsmaßnahme, unter anderem gegen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, bekommt die auch genehmigt für 4 Wochen, führt aber keine 4 Wochen Observation durch, sondern nur 3 Tage, die 3 Tage nicht am Stück und fast jeden Tag ein anderes Polizeiteam, also sind nicht immer dieselben Beamten eingesetzt. Die wissen zum Teil gar nicht, wen sie da observieren,
und können auch Personen, mit denen sich getroffen wird, nicht zuordnen. Niemand weiß, und es ist auch über den Untersuchungsausschuss nicht zu klären gewesen, warum dann plötzlich der Thüringer Verfassungsschutz die Observationsmaßnahme übernimmt und direkt am ersten Tag das Objekt der Begierde, also wo genau wird der Sprengstoff, den Sie mutmaßlich haben, gelagert, wo genau stellen Sie die Sachen her, die Attrappen, wo ist sozusagen der Ort des Geschehens. Dem Thüringer Verfassungsschutz gelingt es innerhalb von wenigen Stunden, die Garage festzustellen, indem sie Mundlos und Schäpe in einem Auto verfolgen und feststellen, okay, die fahren zuerst in einen Baumarkt, dann fahren sie zu dieser Garage, dann öffnen sie die Garage, dann gehen sie in die Garage rein. Das Ganze ist konspiratives Verhalten, von daher wird der Rückschluss gezogen, das ist der entscheidende Ort, an dem alles stattfindet. Der Verfassungsschutz erstellt daraus ein Dokument und aus diesem Dokument geht hervor, Beate Schäpe ist die Mieterin, Mundlos und Böhnhardt sind gleichberechtigte Nutzer dieser Garage. Das Dokument bekommt wie alles vom Verfassungsschutz eine Geheimeinstufung. Das hat dann zur Konsequenz, als am 26. Januar die Razzia stattfindet, man in der Garage 1,4 Kilogramm TNT, 4 fertig gebaute Rohrbomben und Unmengen an Dokumentationsmaterial, also Neonazi-Zeitschriften, Telefonlisten und so weiter und so fort, findet. Die Polizei nicht nachweisen kann, dass die Garage nicht nur von Schäpe, sondern eben auch von Mundlos und Böhnhardt genutzt wird und vor allem können Sie am 26. Januar keine entsprechenden Haftbefehle ausstellen. Die werden dann 2 Tage später, am 28. Januar 98, ausgestellt, nachdem das geheim eingestufte Dokument vom Thüringer Verfassungsschutz auf nur für den Dienstgebrauch heruntergestuft wurde und dann eben auch die internationale Fahndung nach den 3 beginnen kann. Die 3 sind allerdings nicht international sozusagen abgetaucht, sondern direkt nebenan in Chemnitz. Das sind ungefähr 1,5 Stunden Autofahrt von Jena weg. Am 4.11.2011 gibt es dann die Selbstenttarnung. Am 4.11.2011 gibt es einen Banküberfall in Eisenach und in der Nähe von Eisenach überfallen 2 Leute eine Bank. Die Polizei fahndet nach einem Wohnwagen. 2 Streifenbeamte in Eisenach sehen Wohnwagen, finden den irgendwie auffällig, nähern sich diesem Wohnwagen. Dann hören sie Schüsse, es steigt Rauch auf, 2 Leute haben sich da offensichtlich abgeknallt. Es kommt irgendwann es kommt dann relativ schnell raus, wer es ist, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt. Ja, die ganze Maschinerie fängt an zu laufen. Das heißt, ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, hunderte Zeugen werden befragt, hunderte Neonazis werden infolgedessen befragt. Es werden Untersuchungsausschüsse gegründet. Es gab und gibt zurzeit 13 Untersuchungsausschüsse. Das heißt, es gab beispielsweise da, wo Katharina in Thüringen im Untersuchungsausschuss sitzt. Das zweite Mal ein im Bundestag gab es auch das zweite Mal ein. In Bundesländern wie Hamburg oder auch Mecklenburg-Vorpommern, wo der NSU gemordet hat, wo der NSU beispielsweise in Stralsund 2 Banküberfälle begangen hat, gibt es bis heute keinen Untersuchungsausschuss. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gibt es einen Unterausschuss, das heißt, er hat viel, viel weniger Befugnisse, kann viel weniger irgendwie ins Spiel bringen, ja, Leute befragen, hat da ganz wenig Rechte. Wir sind jetzt 2-3 Tage unterwegs gewesen und ein ganz interessanter Fakt dazu, wer den Untersuchungsausschuss verhindert hat, vor 3-4 Jahren circa in Mecklenburg-Vorpommern waren de facto die Grünen, ja. Denn die Linke und die Grünen hätten genug Stimmen gehabt, hätten dafür stimmen können. Die Grünen haben aber gesagt, sie haben keine Erkenntnisse, dass da noch irgendwas auf parlamentarischer Ebene in einem Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden könnte. Jetzt sehen Sie das vielleicht ein bisschen anders, ja, aber jetzt sehen Sie es anders, jetzt sitzen Sie aber auch nicht mehr im Landtag und die Chance war vergeben. Ja. Ein ganz wichtiger und interessanter Punkt ist der 11.11., die sogenannte Konfetti-Aktion in Köln. Konfetti-Aktion deshalb, weil dort sehr viel geschreddert wurde, um es mal kurz zu erklären. Es gab von dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Verfassungsschutz Thüringen und dem Verfassungsschutz Bayern in den vorherigen Jahren eine Operation namens Rennsteig. Operation Rennsteig beinhaltete, dass sie Neonazis zu V-Männern machen wollten. Da waren sie auch relativ erfolgreich. Immer mehr Neonazis wurden V-Männer
Und am 11.11. schredderte ein Beamter oder ließ ein Beamter 7 Akten schreddern. Ja, 7 Akten, da gehen wir gleich mal noch ein bisschen näher drauf ein. 7 Akten, von denen 6 Namen bekannt sind. Und 6 Namen von diesen Leuten, die bekannt sind, sind alle irgendwie im Umfeld des NSU zu finden, beziehungsweise hatten sogar direkten Kontakt. Ja. Um uns mal vielleicht so ein bisschen darzustellen, was da passiert ist, was da vorgegangen ist, dass es vielleicht nicht so ein alltäglicher Vorgang ist, dass V-Mann-Akten geschreddert werden, haben wir mal einen kleinen Auszug vom Abschlussbericht des Bundestages, Bundesuntersuchungsausschusses mitgebracht. Den lese ich auch immer vor, weil viele können es bestimmt nicht lesen. Ausweislich des Berichts des Sonderbeauftragten habe der Referatsleiter am Vormittag des 10. November 2011 die zuständige Büro-Sachbearbeiterin N. angerufen und ihr mitgeteilt, dass die von ihr ausgeliehenen Akten zu vernichten seien. Frau N. habe auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Anordnung verwiesen, sowie nachgefragt, warum gerade diese Aktionen vernichtet werden sollten. Und dann habe ich am Telefon auf jeden Fall gesagt, dass ich auf Zuruf überhaupt nichts vernichte. Und dann bin ich ja auch persönlich, wie gesagt, zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was soll denn hier vernichtet werden? Und daraufhin habe ich gesagt, sind das denn V-Mann-Akten oder sind das Werbungsakten? Und da hat er wohl gesagt, es sind V-Mann-Akten. Und da habe ich gesagt, die werden doch nicht vernichtet. Wieso sollen diese vernichtet werden? Am 11.11. wurden also all diese Akten vernichtet. Sie wurden geschreddert und sind bis heute nicht rekonstruierbar. Und werden es auch sicherlich nicht mehr sein. Richtig? Also, wir kommen nachher noch auf ein, zwei Leute darauf zu sprechen. Aber sehr interessanter Fakt. Seit dem Mai 2013 gibt es dieses Gerichtsverfahren. Denke ich mal, wird der Großteil von euch irgendwie wissen, dass in München das 5 Leuten dort ein Verfahren gemacht wird. Das läuft bis heute immer, wenn ich irgendwie Katharina mal sehe, die sagt mir seit 1,5 Jahren eigentlich, dass es kurz vor Ende ist und jetzt eigentlich bald zu Ende sein muss, das Verfahren. Aber irgendwie sagt sie, das wird wie gesagt seit 1,5 Jahren. Ja? Daher keine Ahnung, wie lange sich das noch zieht. Ich glaube, das letzte Mal hast du mir jetzt wieder gesagt, bald ist Schluss. Ja? So. In diesem Verfahren geht es aber auch ganz selten um wirklich die Opferperspektive und deswegen hatten wir einmal diese Folie mitgebracht, wo auch die Namen drauf zu lesen sind, wo man auch nochmal die Bilder sieht von den Opfern des NSUs, als Katharina mit mir darüber gequatscht hat. Ich bin da, weil man so sagt, okay, man kennt auf jeden Fall Beate Schäpe, Mundlos, Böhnern, sagt einem was. Vielleicht weiß man auch noch durch die Bild, was Schäpe für einen Rock anhat gerade oder was für eine Frisur, aber auf die Opfernamen oder so kommt man nicht wirklich. Ja? Als wir darüber gequatscht haben, ich wäre vielleicht auch nur so auf 4, 5 oder so gekommen. Genau, also wenigstens, dass man die einmal hört. Ich würde es gut finden, wenn es mehr Leuten gelingen würde, die Namen A zu kennen und B dann auch noch richtig aussprechen zu können. Enver Şimşek ist das erste Mordopfer des NSU. Höchstwahrscheinlich einigen über seine Tochter Semira Şimşek bekannt, die übrigens ein richtig gutes Buch geschrieben hat, Schmerzliche Heimat heißt es, kann man kostengünstig über die Bundeszentrale für politische Bildung erwerben, für diejenigen, die es gerne mal lesen würden. Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubaşık, Halid Yozgat und Michel Kiesewetter. Die meisten können Michel Kiesewetter aussprechen. Genau, der NSU ist nicht zu denken ohne den Verfassungsschutz und funktioniert auch nicht ohne den Verfassungsschutz. Aktuell geht es um 45 V-Leute im Umfeld des NSU-Kerntrios und man kann davon ausgehen, dass es mehr als die 45 sind. Zum einen, weil beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg keine Untersuchungsausschüsse haben und da überhaupt keine Erkenntnisse über mögliche V-Leute im Umfeld oder im Kennverhältnis zum Kerntrio oder auch zum Thüringer Heimatschutz vorliegen. Und wir probieren jetzt mal an 5 Beispielen klarzumachen, wie funktioniert denn dieses V-Leute-System. Und eins vorweg, es sind nicht nur Thüringen und der Verfassungsschutz dort, sondern es geht querbeet durch alle Geheimdienste Deutschlands, bis auf den Bundesnachrichtendienst, da zumindest ist bisher nicht bekannt, dass es einen V-Mann oder auch eine V-Frau im Umfeld gegeben hat.
Der erste, Michael See alias Michael von Dohlay-Stolzberg, Deckname Tarif, ist einer derjenigen, dessen Akten am 11.11.2011 in Köln, man muss mal einfach mal Klammer auf, Köln ist die Faschingsstadt, da hat am 11.11.2011, glaube ich, die Mehrheit der Bevölkerung was anderes zu tun, als Konfetti herzustellen, aber das Bundesamt für Verfassungsschutz hat für den Nachschub zumindest gesorgt. Michael See wird im Jahr 2012 als V-Mann Tarif enttarnt und reagiert auf die Journalisten, die ihn enttarnen und konfrontieren damit, dass er unter anderem sagt, ja, er wäre angesprochen worden im Jahr 99, wenn er sich richtig erinnert, ob er denn nicht die drei ins Ausland bringen könne, also weg aus Deutschland. Michael See sagt auch, er hätte diese Information seinem V-Mann-Führer weitergegeben und sein V-Mann-Führer habe zu ihm gesagt, er solle sich nicht weiter darum kümmern. Sofern die Information von Michael See stimmt, hätte das in der Konsequenz bedeutet, 10 Morde hätten möglicherweise nicht stattgefunden, weil man eben einen direkten Zugang in den Unterstützerkreis des NSU-Kerntrios gehabt hätte. Das ist aber nicht die einzige Verbindung, die es von Michael See zum Kerntrio gibt, sondern Michael See ist Herausgeber des Sonnenbanners, einer von mehreren selbst kopierten und selbst hergestellten Neonazi-Zeitschriften, Zeitungen am Ende, die es in den 90er Jahren gegeben hat. Und in der Garage 98 hatten wir ja vorher gesagt, werden diverse Dokumente gefunden. Eines der Dokumente, was gefunden wird, sind mehrere Ausgaben des Sonnenbanners und darunter eben eine, in der es heißt, daher haben wir den Weg gewählt, der am schwierigsten, am unbequemsten und am steinigsten ist, den Untergrund, die autonomen Zellenstrukturen. Wir wollen die BRD nicht reformieren, wir wollen sie abschaffen. Ist zumindest wird es von einigen als Blaupause des NSU mitgelesen oder so verstanden. Und an der Stelle noch eins, Michael See und sein V-Mann-Führer haben das Sonnenbanner zumindest in Teilen gemeinsam erstellt. Der V-Mann-Führer hat Artikel mit redigiert. Nun sind die Akten von Michael See vernichtet, das heißt, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt, ob seine Aussage richtig ist oder die des V-Mann-Führers, kann man nicht wissen. Glaubwürdig ist keiner von beiden, weder derjenige, der V-Mann ist, noch derjenige, der V-Männer oder V-Frauen führt. Aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, weder im Prozess noch für die Untersuchungsausschüsse, da irgendeine Form einer wirklichen Bewertung herstellen zu können. Um klarzumachen, was das für Leute sind, die da überhaupt als V-Leute angeworben werden, ein Beispiel aus einer Zeugenvernehmung von Michael See aus November 1991. Er schlägt gemeinsam mit zwei anderen Neonazis einen Vater und einen Sohn zusammen, mitten in der Nacht. Sie werden entkleidet bis auf die Unterhosen, die Polizei wird gerufen, kommt vor Ort, versucht die zu stoppen, wie sie auf die beiden eintreten und einschlagen. Die reagieren nicht auf die Äußerung, halt Polizei, und daraufhin gibt die Polizei Warnschüsse ab. Erst dann lassen sie von ihren beiden Opfern ab. Die zwei sind bewusstlos, kommen ins Krankenhaus. Der Vater ist so schwer zusammengeschlagen, dass er die ersten Tage nicht identifiziert werden kann, weil die Konturen des Gesichtes aufgehoben waren. Die Zunge halb abgerissen in den Hals hineinhängt, sodass Atemnot bestand und der Notarzt ausgesagt hat, 10 Minuten, maximal 20 Minuten länger, und die beiden wären tot gewesen. Der Vater lebt mittlerweile nicht mehr, der Sohn lebt noch, ist allerdings nicht mehr in der Lage, für sich selber zu sorgen, braucht kontinuierlich Begleitung, Betreuung, und geht alleine nicht mehr aus der Wohnung seit November 1991, beziehungsweise seitdem er dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Michael See wurde zu einer Strafzahlung verurteilt, also Schmerzensgeld, 2x50.000 Mark. Die hat er bis heute nicht gezahlt, weil nie entsprechend Finanzmittel vorhanden gewesen wären. An der Stelle, natürlich waren entsprechende Finanzmittel vorhanden über sein V-Mann-Honorar, doch das ist Geld, was nirgendwo offiziell fließt oder auch nachweisbar auf Konten oder ähnlichem mehr eingeht. Ich lese mal einen kurzen Teil aus dieser Zeugenvernehmung vor. Also wie gesagt, die ist von Michael See. Ich muss sagen, dass ich Schnürstiefel mit Stahlkappen trug. Die Stahlkappen befinden sich vorn am Schuh. Sicherlich habe ich beim Treten auch mit der Stahlkappe getroffen. Die beiden Personen, auf die wir eintraten, haben sich dabei nicht gerührt. Ich hörte von diesen weder ein Schreien noch ein Jammern.
Sie lagen eben nur so still da und wir traten auf diese ein, ohne dass diese beiden Getretenen irgendwelche Reaktionen zeigten. Warum ich das tat, kann ich selbst nicht mehr sagen. Auf alle Fälle war ich aber nicht so betrunken, dass ich nicht mehr wusste, was ich mache. Ich konnte mich konkret erinnern, dass die Personen wie Assis aussahen. Ich meine damit, dass sie einen ungepflegten und dreckigen Eindruck auf mich machten. Ja, wir kommen zu Tino Brandt. Tino Brandt, eine der absoluten Top-Quellen des Thüringer Verfassungsschutzes. Tino Brandt wurde im Jahre 1994 von einem Meinungsforschungsinstitut angesprochen, ja, was für so interessiert war an der politischen Willensbildung von Jugendlichen etc. So gaben sie es jedenfalls vor, sprach ihnen an: Mensch, Tino, willst du nicht mal mit uns da irgendwie drüber quatschen? Ihm ist relativ schnell klar geworden, dass es der Verfassungsschutz ist. Tino Brandt machte damals eine Lehre in Franken, rief seinen damaligen Kameradschaftsführer in Franken an und sagte: Mensch, der Verfassungsschutz hat mich angequatscht, was soll ich denn da machen? Der Kameradschaftsführer, der damalige, sagt zu ihm: Du kannst ruhig mit dem zusammenarbeiten, mal gucken, was da geht, ja. Da wusste aber noch niemand, jedenfalls Tino Brandt nicht, dass auch der Kameradschaftsführer aus Franken auch ein V-Mann war, ja. Somit wurde Tino Brandt, also eine der Top-Quellen des Verfassungsschutzes in Thüringen, von 1994 bis zum Jahre 2001 war er aktiv, arbeitete mit dem VS zusammen. Er erhielt in dieser Zeit 200.000 D-Mark, ein Teil davon ließ er immer wieder in die Neonazi-Szene fließen. Diese 200.000 D-Mark sind wirklich nur das, was er in bar bekommen hat. Es gab auch immer wieder andere Hilfen, geldliche Hilfen. Wie beispielsweise wurde ihm schon in den 90er Jahren ein Handy gegeben, war vielleicht nicht so der Standard, schon in den 90er Jahren ein Handy zu haben, hat Tino Brandt auf jeden Fall gehabt. Es wurden ihm die Reparaturkosten an seinem Auto bezahlt oder auch beispielsweise die Strafverfahren, wenn du da die Anwaltskosten, wurden vom Verfassungsschutz mitgetragen. Tino Brandt gründete in dieser Zeit den Thüringer Heimatschutz, der Thüringer Heimatschutz, eine der wichtigsten oder die wichtigste Neonazi-Organisation in Thüringen. Auf einmal fanden in deren Locations ja Lesungen statt, Vorträge statt, Konzerte immer wieder mit Neonazis fanden dort statt. Sie organisierten Busfahrten, was auf jeden Fall erstmal neuartig war, in andere Bundesländer. Also es fand eine Vernetzung statt, beispielsweise gab es eine Bustour nach Rostock, wo sie dann mit Kameraden überall aus Thüringen dorthin fuhren und die Kameraden aus Mecklenburg-Vorpommern supporteten. Also es fand eine Professionalisierung statt, die ohne den Verfassungsschutz, man kann die Frage stellen, ob es ohne den Verfassungsschutz sie sich so professionalisieren hätten können. Ja. Tino Brandt hatte definitiv Kontakte zu Unterstützern des Thüringer Heimatschutzes, der Schäpe, Bundlos und Böhnhardt gehörten den Thüringer Heimatschutz an. Wenn man jetzt so fragt, okay, wann ist er denn aufgeflogen? Im Jahre 2001, von 94 bis 2001 war er V-Mann. Dann wurde klar, nachher er ist V-Mann, die Nazis haben es mitbekommen. Da gab es aber gar nicht so viel Beef, ja, denn er hat ja auch immer wieder Geld in die Neonazi-Szene fließen lassen. Und es gab beispielsweise noch eine Feier im Jahr 2012, 2013 von Neonazis aus Thüringen, eine Geburtstagsfeier, wo auch Tino Brandt anwesend war, wo jüngere Kameraden kamen und gesagt haben: Was will der hier, der soll sich verpissen, ja, und die alten Kameraden gesagt haben: Tino kann hier bleiben, der hat mehr getan für die Bewegung als ihr alle zusammen. Ja. Seit 2014 ist die Solidarität zu Tino Brandt nicht mehr so groß, denn er sitzt im Knast, weil er, wir haben immer noch nicht herausgefunden, was strafrechtlich der richtige Begriff ist. Er hat auf jeden Fall, er war Zuhälter vom minderjährigen Jungen, er hat minderjährige Jungs angequatscht aus sozial schwachen Familien und hat sie halt ja, zur Prostitution freigegeben. War halt der Zuhälter und hat damit haben die Nazis nicht so gefeiert. So. Und sind seitdem nicht mehr so solidarisch mit ihm. Das nächste Beispiel ist Carsten Schepanski alias Piato, V-Mann des Verfassungsschutzes Brandenburg. Der taucht auf und zwar führt das Thüringer Landeskriminalamt eine Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme durch, unter anderem gerichtet gegen Jan Werner. Jan Werner ist Sektionsleiter
von Blood and Anna Sachsen. Und in dieser Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme fällt Ihnen eine SMS auf, in der es heißt: Hallo, was ist mit den Bums? Rechtschreibfehler oder auch Ausdrucksfehler im Original. Und das LKA Thüringen versucht herauszubekommen, okay, an wen schickt denn Jan Werner diese SMS, weil sie damals schon davon ausgehen, es könnte eine legendierte SMS zur Waffenbeschaffung sein, stellen das Auskunftsersuchen an die Deutsche Telekom und bekommen als Antwort zurück, das Handy ist zugelassen auf das Innenministerium Brandenburg. Daraufhin endet sofort die weitere Ermittlung des Thüringer LKAs und auf die Frage, warum sie denn dann aufgehört haben zu ermitteln und nicht weitergegangen sind, haben sie uns mitgeteilt, weil immer dann, wenn der Verfassungsschutz eine Rolle spielt, wir sofort Grenzen gesetzt bekommen und keine weiteren Informationen, sondern im Zweifelsfall sogar Falschinformationen, die uns von den eigentlichen Ermittlungsrichtungen abgelenkt haben oder auch ablenken sollten. Carsten Schepanski ist wieder nicht irgendwer, sondern eine, kann man schon sagen, von Führungsperson der rechten Szene gewesen. Unter anderem damit aufgefallen, dass er A, einen der ersten KKK-Ableger in Deutschland gegründet hat. Zum Zweiten, dass er in einer Diskothek mit circa einem Dutzend anderer Neonazis einen Flüchtling, Steve E., zusammengeschlagen hat, das Ganze angefeuert unter den Unterrufen wie lasst ihn brennen wie ein Stück Kohle oder brennen soll er wie ein Stück Kohle. Sie probieren ihn anzuzünden, das funktioniert zum Glück nicht. Daraufhin ziehen sie ihn vor die Diskothek, schlagen ihn bewusstlos, ziehen ihn in einen See und versenken ihn dort. Und nur dank eines Securities, der ihn rauszieht und dann sofort auch entsprechend Notarzt und ähnliches mehr informiert, überlebt er das Ganze, allerdings eben nach monatelangem Krankenhausaufenthalt. Carsten Schepanski hatte nicht nur einen V-Mann-Führer, sondern auch einen V-Mann-Fahrer. So zumindest hat sich Gordian Meyer-Plath bei uns im Untersuchungsausschuss sozusagen selbst erklärt, weil er hätte ja Carsten Schepanski nie als V-Mann geführt, sondern er hätte ihn nur aus dem Gefängnis zu Neonazi-Treffen gefahren. Zum Hintergrund: Carsten Schepanski sitzt im Gefängnis, die Anwerbung findet im Gefängnis statt. Allerdings nützt natürlich ein Neonazi im Gefängnis nicht so viel wie einer außerhalb aufgrund der möglichen Informationen, die dann zur Verfügung gestellt werden können. Und Gordian Meyer-Plath fährt ihn dann eben aus dem Gefängnis zu den entsprechenden Neonazi-Treffen. Gordian Meyer-Plath hat seitdem auch einen Karrieresprung gemacht. Er ist heute der Verfassungsschutzpräsident von Sachsen. Das erklärt höchstwahrscheinlich auch einiges anderes. Es gibt nicht nur die V-Leute beim Verfassungsschutz, sondern es gibt auch die V-Leute bei der Polizei, beziehungsweise dann die Vertrauenspersonen. Und hier ist der bisher spannendste, der aufgeflogen ist, Thomas Starke, heißt heute anders, weil geheiratet. Der wird im Zuge des Lanzer-Verfahrens, Lanzer, diese, ich denke, schon sehr bekannte rechte Band, angeworben. Starke und auch Jan Werner, wie gesagt, die Blatt in einer Sektion in Sachsen, sind diejenigen, die den CD-Vertrieb für Lanzer mitorganisieren. Starke lässt sich anwerben und das Spannende bei Starke ist A, er hat bereits seit den frühen 90er Jahren, ab ca. 94, 95 Kontakt zu Mundlos, Bönhardt und Schäpe. Er hat eine zumindest kurzzeitige Beziehung mit Beate Schäpe gehabt. Er wird im Gefängnis von den dreien betreut über die Hilfsgemeinschaft Nationale Gefangene, eine mittlerweile auch verbotene Neonazi-Organisation. Es gibt Briefverkehr zwischen ihm und Uwe Mundlos, der auch in der Garage am 26. Januar gefunden wird, auch nicht ausgewertet wird. Und aus diesem Briefverkehr geht beispielsweise hervor, dass Mundlos plant, beabsichtigt oder davon erzählt, dass es notwendig wäre, kleine Strukturen zu gründen, weil in dem Moment, wo mehrere eingebunden seien, gäbe es ja die Möglichkeit, dass dann Polizei oder Verfassungsschutz oder wer auch immer davon Kenntnis bekäme. Thomas Starke steht auf der Telefonliste, die auch am 26. Januar 1998 in der Garage gefunden wird. Und er ist derjenige, der den drei 1995 ca. 5 Kilogramm Sprengstoff, also 5 Kilogramm TNT, zur Verfügung stellt. Das, womit sie dann später die Attrappen herstellen, aber auch diese Sprengstoffkoffer, in denen TNT aufgefunden wurde und die dann in Jena an unterschiedlichen Stellen lagen. Das Spannende bei Starke ist, dass sie sofort untertauchen bei ihm, also er ist ihre erste Anlaufstelle in Chemnitz und er ist auch derjenige, der ihnen die erste Wohnung organisiert.
Thomas Starke berichtet dem Landeskriminalamt Berlin über 3 in Sachsen untergetauchte, abgetauchte Neonazis. Übrigens genauso berichtet Carsten Schepanski über 3 in Sachsen untergetauchte, abgetauchte Neonazis. Es gibt Deckblattmeldungen, dass versucht wird, Waffen zu beschaffen. Es gibt Deckblattmeldungen, wer die jeweils unterstützt. Sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz behalten diese Information für sich, weil, und das ist so die Grundregel, die man sich beim Verfassungsschutz merken sollte, der Quellenschutz geht vor den Opferschutz. Wenn die Gefahr besteht, dass über die Weitergabe einer Information bekannt oder auch offensichtlich werden könnte, wer als Quelle geführt wird, dann entscheidet sich der Verfassungsschutz immer dafür, die Information für sich zu behalten und die Quelle nicht zu gefährden, weil der weitere Zugang zur Information für sie das alles Entscheidende ist. Ja, willkommen zu Thomas Richter, alias Corelli, V-Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Betrieb, wie man hier auf dem Foto sieht, Anti-Antifa-Arbeit, betrieb die Seite Nationale Demonstrationsbeobachter. Thomas Richter lieferte dem Verfassungsschutz immer wieder Bilder von Antifaschisten, von Gegendemonstranten, ja, die er bei Demonstrationen fotografierte, aber laut Katharinas Vermutung auch ganz klar Bilder von eigenen Kameraden, die der Verfassungsschutz dann immer wieder auch benutzte. Thomas Richter war einer der langjährigsten, langjährigste V-Mann. Über 20 Jahre war er V-Mann in der Neonazi-Szene. Er sehr spät flog auf, dass er V-Mann ist. Er bekam 81.000 Euro in dieser Zeit, ein bisschen weniger als Brandt, aber doch schon ordentlich was. Ja, er befand sich auf dieser Telefonliste, die eben Katharina schon erwähnt hatte. Auf dieser Telefonliste, die in der Garage gefunden wurde, mit den 40 Leuten, wo ganz viele Leute halt Unterstützerinnen von waren. Thomas Starke, was ein sehr interessanter Punkt ist, Thomas Richter war der Mitherausgeber des Weißen Wolfes. Der Weiße Wolf ist dahingehend wichtig, weil es die erste Publikation ist, die den NSU nachweislich erwähnte. Im Jahre 2002 schon. Ja? Also die Neonazi-Szene kannte diesen Begriff NSU. Thomas Richter hat dieses Heft herausgegeben, der Weiße Wolf, wo es mehrere Ausgaben gab. Und in dieser einen Ausgabe danken sie dem NSU. Ich lese es mal vor. Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen. Der Kampf geht weiter. Ja, sie benutzen also schon diesen Begriff NSU, bevor der überhaupt mal irgendwann aufgeflogen ist. Der NSU hat immer von seiner, er hat ja nicht nur gemordet, sondern hat auch Banküberfälle begangen und hat davon immer wieder auch Geld in die Neonazi-Szene fließen lassen. Was ich noch kurz erwähnen wollte zum Weißen Wolf, vielleicht noch interessant, wenn man jetzt so vielleicht sagt, okay, das sind ja Leute, die sie jetzt aufgeflogen haben, irgendwie gar nichts mehr mit der Nazi-Szene zu tun oder so. Er war der Mitherausgeber, sein Co-Herausgeber war David Petereit. David Petereit ist einer der aktivsten Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern, der bis zum letzten Jahr Landtagsabgeordneter war, ja, also im Parlament saß für die NPD und bis heute aktiv ist. David Petereit hat eine Begründung gesagt, ich habe es vorgelesen, vielen Dank an den NSU, hat gesagt, ja, damit ist nicht der nationalsozialistische Untergrund gemeint, sondern David Petereit kommt ursprünglich aus Neustrelitz, war der Kameradschaftsführer und hat gesagt, damit ist gemeint, die Neustrelitzer Skinhead-Union. Hat noch nie jemand von gehört. Ja? Und wenn man sich denkt, vielen Dank an den Neustrelitzer Skinhead-Union, passt auch nicht so ganz. Ja? Hat aber gereicht. Dem wurde nicht irgendein Prozess gemacht oder so. Und ist bis heute aktiv. Bei Thomas Richter weiterhin interessant, er wurde im Jahre 2013, wurde Thomas Richter dann enttarnt von investigativen Journalisten. Thomas Richter war einer der Zeugen, die ich eben schon erwähnte, nach der Selbstenttarnung des NSU, der aussagen musste, infolge dieses Ermittlungsverfahrens. Ja, hunderte Neonazis mussten aussagen, darunter auch Thomas Richter. Im Jahre 2013 fliegt er dann auf, wird enttarnt. Im Jahre 2013 kriegt der Brandenburger Verfassungsschutz Hamburg eine CD zugespielt. Hier kann man sie sehen. Sie nannte sich NSU, NSDAP. Auf dieser CD befinden sich verschiedene Bilder, Videodateien, Bilddateien, wenn du vielleicht ein Fansein machen willst, etc. Dann kannst du dich daran bedienen. Also auch damals erwähnten sie schon den
NSU und Thomas Richter hat diese Platte erstellt, diese CD erstellt, die nicht nur der Brandenburger Verfassungsschutz von einer anonymen Quelle bekommen hat, sondern auch bei einer Hausdurchsuchung in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Neonazi gefunden hat in Krakau am See. Es ist dann so, dass Thomas Richter, nachdem rauskommt, dass es diese CD gab, schon 2006, 2007, nochmal befragt werden soll. Denn bei seiner ersten Befragung war das natürlich nicht Thema. Es kommt nicht zu dieser Befragung. Thomas Richter ist schon aufgrund dieser Enttarnung im Zeugenschutzprogramm, hat einen neuen Namen, wurde umgesiedelt nach Niedersachsen. Es kommt nicht zu der Befragung, denn er stirbt an Diabetes. Diese Diabetes war vorher nie bekannt. Es kommt nicht zu der Befragung. Punkt. Thomas Richter ist definitiv einer derjenigen, wenn wir uns darüber unterhalten, Monchi und ich, was so im NSU-Komplex so Fragen sind, dann ist es unter anderem Thomas Richter und das deswegen, weil nach seinem Tod der Verfassungsschutz ihn A. unter seinem Decknamen beerdigen wollte, heißt, der Familie wurde nicht mitgeteilt, dass Thomas Richter verstorben ist, der Familie wurde auch nicht mitgeteilt, wo möglicher oder sollte nicht mitgeteilt werden, wo die Grabstätte ist, sondern Plan war, ihn am Ende anonym, weil der Deckname ja kein wirklicher Name ist, irgendwo zu beerdigen. Zum Glück hat wieder ein Journalist davon Kenntnis bekommen, hat es der Familie mitgeteilt und die Familie hat die anonyme Beerdigung von Thomas Richter verhindert. Zu der Diabetes vielleicht wenigstens noch ganz kurz. Es sind vorher Gewebeproben von ihm entnommen worden. Jetzt im Nachgang, als so viele Fragen auftauchten, hat dann der Untersuchungsausschuss Nordrhein-Westfalen nochmals eine Untersuchung angeordnet, um feststellen zu können, gab es denn da eine Vergiftung oder ist das eine Diabetes gewesen? Und zumindest eine Vergiftung kann nach Äußerungen der untersuchenden Mediziner ausgeschlossen werden. Jetzt wirkt es so, nachdem fünf von bisher bekannten 45 V-Leuten, das dargestellt wurde, als ob es irgendwie der Staat wäre oder die V-Leute oder der Verfassungsschutz. Und um klarzumachen, dass die Morde nicht durch den Verfassungsschutz passiert sind, sondern durch Neonazis, die brauchen keinen Verfassungsschutz, um zu morden, die brauchen niemanden, der sie an der Ausübung oder der sie in der Ausübung ihrer Ideologie befördert. Das machen die auch schon sehr gut alleine. Ein bisschen zynisch gesagt, aber an der Stelle mal kurz, welche Strukturen sind das denn, die den NSU in der Existenz unterstützt haben, die den NSU möglicherweise auch groß gemacht haben und die an diversen Stellen mit eine Rolle spielen. Und das sind nicht alle, von denen wir bis heute wissen. Da fehlt nur, Klammer auf, als ein Beispiel, die Arztgemeinschaft. Die Anti-Antifa aus Thüringen ist sozusagen der Vorläufer des Thüringer Heimatschutzes. Klassische Anti-Antifa-Arbeit heißt Namen, Adressen, Fotos, Arbeitsorte, Autokennzeichen und so weiter von vermeintlichen oder auch wirklichen politischen Gegnern zu erfassen, die auf Listen zusammenzustellen und dann eben entsprechend aktiv zu werden. Das haben sie in Thüringen auch gemacht. Heißt, es gab diverse Übergriffe von dieser in Anführungszeichen schwarzen Liste, die innerhalb der rechten Szene damals kursierte. Und auf der standen nicht nur Antifaschisten und Antifaschistinnen, sondern auch Gewerkschafter, Pfarrer, Bürgermeister, die sich in den frühen 90er Jahren gegen rechts positioniert haben. Der Thüringer Heimatschutz als Dachorganisation, dem es erstmalig gelingt, die bis dahin eher lose agierenden rechten Strukturen zusammenzufassen, zu bündeln und insbesondere in der Ideologie voranzutreiben, aber auch in der Militanz, nämlich neben diversen Schulungsveranstaltungen, wie beispielsweise die Friedenspolitik des Dritten Reiches. Das ist jetzt keine Idee von mir, sondern diesen Vortrag gab es wirklich. Wurden auch Wehrsportübungen an Wochenenden in Thüringen oder eben auch zum Teil in anderen Ländern, Tschechien, veranstaltet durch den Thüringer Heimatschutz und den Rest, glaube ich, hat Monchi ja vorhin auch schon einiges erzählt. Planet Anna wird von Sicherheitsbehörden gerne als internationale Neonazi-Musikstruktur bezeichnet, die Konzerte organisieren und CDs herausgeben. Ich meine, so generell sollte man immer in Frage stellen, was Sicherheitsbehörden sagen, aber noch mal mehr sollte man es an der Stelle tun und das ganz klar zurückweisen, weil Planet Anna keine Neonazi-Musikstruktur ist, sondern ein militantes, extrem gefährliches internationales Neonazi-Netzwerk,
die einen eigenen bewaffneten Arm, militanten Arm haben, nämlich Combat 18. Und Combat 18, also Kampfgemeinschaft Adolf Hitler, sind diejenigen, die in London bereits Sprengstoffanschläge, Nagelbombenanschläge begangen haben, die ähnlich wie der des NSU in der Kolbstraße in Köln aufgebaut waren. Und Combat 18 verbreitet diese Nagelbomben, nicht nur Anschläge, sondern wie man die baut, wie man das herstellt, in ihren eigenen Publikationen. Bladen Anna ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland offiziell verboten. Sie sagen selber, trotz Verbot nicht tot, und geben unter diesem Label, trotz Verbot nicht tot, nicht nur CDs heraus, sondern sie organisieren eigene Veranstaltungen, größere Zusammenkünfte. Und nur als ein Beispiel, diese Rechtsrockkonzerte im Thema, die jetzt in den letzten Monaten stattgefunden haben, auch da hängen Strukturen von Blood and Honor mit drin. Die nennen sich heute nicht mehr so, die heißen heute anders, aber es sind am Ende nichts anderes als diejenigen, die für Blood and Honor stehen. Und auch da gibt es natürlich V-Leute, die im Umfeld des NSU-Kerntrios aktiv waren. V-Mann 1, Marcel Degner, Sektionsleiter von Blood and Honor Thüringen, und der Kassenwart von Blood and Honor Deutschland war V-Mann des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Und viel entscheidender, der Gründer von Blood and Honor und der Sektionsleiter Deutschland, Stefan Lange, alias Nias, so sein Deckname und sein Spitzname Pinocchio, war V-Mann vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn überall an den diversen Strukturen die V-Leute drin saßen und drin waren, was für Informationen und was für Kenntnisse hatten überhaupt die diversen Sicherheitsbehörden, und vor allem, was hatten sie von Stefan Lange, der ja über den entscheidenden Zeitraum hinaus tätig war und der Sektionsleiter war und der auch nach dem Jahr 2000 weiterhin Blood and Honor fortgeführt hat. HNG, die Hilfsgemeinschaft Nationale Gefangene, wie gesagt, auch eine mittlerweile in Deutschland verbotene Organisation, klassisch eher so unter der Begrifflichkeit Knasthilfe, aber eben ideologisch motiviert zu verstehen. HNG verboten, ändert nichts daran, gibt es heute wieder unter einem anderen Namen, nämlich der sogenannten Gefangenenhilfe. KKK Deutschland, Carsten Schepanski, Erstableger gegründet, Zweitableger in Baden-Württemberg gegründet von Achim Schmid, ja, auch V-Mann. Und da ist dann das Spannende, in dem Baden-Württemberger Ableger sind unter anderem zwei Polizisten Mitglied, und die wiederum stammen aus derselben Einheit wie Michel Kiesewetter. Achim Schmid ist mittlerweile ein Aussteiger, der auch demnächst sein Buch veröffentlichen wird, ist über Exit, die Bundesausstiegsorganisation in Anführungszeichen, ausgestiegen, lebt in Tennessee und redet sehr offen über das, was damals passiert ist. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, er sei ja nie V-Mann gewesen. Und Achim Schmid sagt, auf die Frage, wie das denn mit den zwei Polizeibeamten bei sich in der Einheit gewesen wäre, also im KKK, antwortete er, und das gibt es in Interviews nachzulesen, die habe ich irgendwann aus der Gruppe rausgeschmissen, weil die waren zu rassistisch. CC88, Chemnitz Concerts 88, ist sozusagen die Nachfolgeorganisation von Blood and Honor Sachsen, die schon gegründet wurde und bestand, bevor das Blood and Honor Verbot gekommen ist. Selbe Person, selbe Struktur, selbe Organisation. Aber in Sachsen wurde, weil sich Blood and Honor Sachsen selber vorher aufgelöst hatte, das Blood and Honor Verbot nie zugestellt. Anstatt da einfach mal auch von Sicherheitsbehörden aus zu gucken, wieso lösen die sich auf und was gibt es da als wie funktionieren die jetzt, in welcher Struktur agieren die, ist das Verbot in Sachsen einfach liegen geblieben bei Polizei oder Verfassungsschutz oder wem auch immer. Hammerskins, Weiße Bruderschaft Erzgebirge, da vielleicht nochmal ganz konkret, eines der Mitglieder der Weißen Bruderschaft Erzgebirge ist André Eminger, einer der Angeklagten im NSU-Prozess. Weiße Bruderschaft Erzgebirge, eigentlich so eine kleine Gruppe, Kleinstruktur, die von der Ideologie her ähnlich wie die Artgemeinschaft, wo André Eminger dann später Mitglied wurde, aufgebaut war. Ganz klar rassistisch, die arische Körper, also arische Kultur, arische Rasse, arische Ideologie, sehr kurz gefasst zusammenhalten, und mit sehr stark antisemitischem Charakter. Den antisemitischen Charakter erkennt man bei André Eminger unter anderem auch auf seinen Tattoos, und er hat ein sehr großes quer über dem Bauch, auf dem steht Die, Jew, Die, stirb, Jude, stirb. Dazu kommen die diversen Kameradschaften, die jeweils in den kleineren Städten, also für Jena wäre es die Kameradschaft Jena,
Mecklenburg-Vorpommern weiß ich, gab es irgendwie ungefähr ein Dutzend solcher Kameradschaften. Die findet man eigentlich bundesweit in jedem Bundesland, unabhängig davon, ob es einen Mord dort gegeben hat oder nicht. Von jeder dieser Kameradschaften gibt es eine Verbindung zum NSU-Kerntrio oder auch dann eben zur größeren Struktur, dem Thüringer Heimatschutz. Und um nur eines dieser Beispiele zu bringen, FN Süd, Freies Netz Süd, also für Bayern sozusagen das Aktive, mittlerweile auch verboten, und aus dem FN Süd hervorgegangen ist der Dritte Weg, die, ja, wenn man so will, neue NSDAP in Deutschland. Deren Führungsperson war vom FN Süd Matthias Fischer, ist heute auch eine der Führungspersonen des Dritten Weges. Und Matthias Fischer steht bereits auf der Telefonliste von Uwe Mundlos, die 98 in der Garage gefunden wird. Und Matthias Fischer lebte in einer Wohnung gegenüber einem der Mordorte. Und da stellt sich dann die Frage, wieso ermittelt denn eigentlich niemand wirklich in diesem Netzwerk oder probiert zumindest herauszufinden, haben da möglicherweise Neonazis aus den jeweiligen Mordstädten Hinweise gegeben, die Orte ausgesucht, Unterstützung geleistet und ähnliches mehr. Genau, was man definitiv nicht unterschätzen darf, ist die theoretische Ideologie, bedeutet die Fanscience, von dem wir ja ein paar Beispiele hatten, aber auch sonstige Literatur und eben auch die Texte von Bands. Das ist nicht nur Party, das ist nicht nur Spaß und Freizeitvergnügen, sondern das ist etwas, was die Ideologie befördert, wenn man sozusagen Lieder hört, in denen dazu aufgerufen wird, auf die Juden einzutreten, auf den Punk einzutreten, bis er spritzt, bis das Blut sich überall verteilt und dann im Refrain gemeinsam gesungen wird, wir sind im Blutrausch, ja, ja, im Blutrausch. Das wird zumindest durch Sicherheitsbehörden, aber ich glaube auch durch andere, auch von uns zum Teil immer wieder unterschätzt, welche Bedeutung das eigentlich hat. Ja, wir kommen so ein bisschen zum Ende des Vortrages, dann können wir ja nachher noch, könnt ihr noch Fragen stellen natürlich. Es ist klar, dass es so viele Fragen gibt, die man nicht irgendwie ansatzweise mit dem Gerichtsverfahren, was in München stattfindet, beantworten kann. Da bedarf es vielleicht eher einen außerparlamentarischen Druck. Vielleicht wird es ja irgendwann mal noch einen Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern etc. geben. Meine Meinung, es werden natürlich nie alle Fragen irgendwie beantwortet. Wir haben aber eine kleine Auflistung gemacht, Sachen, Fragen, Antworten, die sehr wichtig wären unseres Erachtens nach. Ja. Einmal nochmal die Frage, dieses Unterstützernetzwerk, ja, darauf einzugehen, es ist eigentlich klar, anfangs wurde immer über diese drei Leute gesprochen, über das Trio, es ist kein Trio, der NSU war kein Trio, der NSU bestand aus einem Netzwerk und diese drei Leute hätten sich nicht irgendwie so erhalten können, nicht so agieren können, hätten sie dieses Netzwerk nicht gehabt. Wer gehörte zu diesem Netzwerk? Da ist bei weitem noch nicht alles hochgekommen. Wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern wurde es bis jetzt noch nicht irgendwie so wichtig erachtet, einen Untersuchungsausschuss zu gründen. Es ist noch nicht einmal aus Mecklenburg-Vorpommern noch nicht ein V-Mann hochgegangen. Ja? Die haben dort Urlaub gemacht, die haben dort Banküberfälle gemacht, die haben dort gemordet. Ja? Und dazu nochmal so eine ganz kleine Anekdote. Ein Bekannter von mir, der arbeitet im Unterausschuss, was ich gerade erzählt habe, und der hat gerade letzte Woche, haben wir uns gesehen und gequatscht. Der ist eigentlich immer ein sehr ruhiger Typ, aber war sehr aufgebracht und hat dann erzählt, dass gerade letzte Woche in Mecklenburg-Vorpommern die Linke einen Antrag gestellt hatte und danach gefragt hat, oder beantragt hat, einfach, dass der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern einfach mal alle Beiträge, die sie veröffentlicht haben, ab dem Jahre 1990 veröffentlicht bzw. ihnen übergibt. Veröffentlicht ist es, ihnen übergibt. Die CDU hat ernsthaft dann gefragt, was das soll. Der Auftrag dieses Unterausschusses ist es, den NSU anzugehen und nicht die Neonazis irgendwie auf die Neonazis einzugehen und die Neonazis zu beobachten. Und das ist doch totaler Quatsch. Was hat denn der NSU mit den Nazis in Mecklenburg-Vorpommern zu tun? Dann ist der Verfassungsschutzchef von Mecklenburg-Vorpommern bei dieser Sitzung nach vorne gekommen, wurde gefragt, Mensch, Herr XYZ, was ist denn, haben Sie diese Akten, würden Sie die bereitstellen? Er hat gesagt, Sie reden hier von den veröffentlichten Sachen, ja, die alle eigentlich zugänglich waren. Dann haben die gesagt, ja. Er meinte, wäre kein Problem, das zu geben. Die CDU, SPD, die an der Regierung sind, sind rausgegangen, haben sich besprochen, sind reingekommen und haben diesen Antrag abgelehnt. Ja, mit der Begründung, dass die CDU halt gesagt hat, was haben die Nazis mit dem NSU zu tun? Also einfach darauf weiter einzugehen und klarzumachen, dieses NSU, das ist nicht irgendwie autarke Gruppe gewesen,
sondern die hatten Kontakte, die sie vorher schon aufgebaut haben, die über Jahre gepflegt wurden und die so nicht existieren hätten können, diese drei. Dann eine wichtige Frage, da könnte man 5 Vorträge noch weiter zu machen. Vielleicht kennen auch 1-2 Leute schon die Geschichte dazu. Auf jeden Fall im Internet findet man dazu relativ viel. Wir geben nachher noch ein paar Leseempfehlungen. Aber der Mord an Halit Yozgat. Halit Yozgat wurde in Kassel ermordet. Und ich versuche die Geschichte ganz kurz runterzubrechen. Halit Yozgat betrieb ein Internetcafé in Kassel. In diesem Internetcafé war Andreas Temmel. Andreas Temmel ist Verfassungsschutzmitarbeiter. Also nicht V-Mann, sondern Verfassungsschutzmitarbeiter. An dem Tag, an dem Halit Yozgat in dem Internetcafé in Kassel ermordet wurde, abgeknallt wurde, saß genau zu dieser Zeit der Verfassungsschützer Andreas Temmel, der V-Mann-Führer war, der, ich glaube, sogar Kleiner Adolf genannt wurde bei der Arbeit etc., ja, saß in diesem Internetcafé. Während er da saß, kommen Leute rein, knallen den Halit Yozgat ab, der stirbt dort an Ort und Stelle. Andreas Temmel steht auf, geht an den Tresen vorbei, das ist keine große Räumlichkeit, unbedingt mal angucken, wenn man irgendwie daran interessiert ist. Geht an diesen Tresen vorbei, sieht Halit Yozgat nicht, will natürlich bezahlen, geht wieder zurück, guckt, sieht ihn immer noch nicht, laut seiner Aussage, nimmt das Geld, legt das Geld auf den Tresen und legt das Geld ins Blut rein. Dahinter liegt Halit Yozgat in einer Blutlache und ist tot. Er legt das Blut, legt das Geld ins Blut rein, geht raus und sagt, keine Ahnung, nie was gesehen. Ja? Das wird ihm geglaubt von dem Richter Götze im Verfahren gerade in München. Ja? Dazu muss man auch sagen, eine weitere Story, und dann höre ich damit auf mit der Geschichte, weil da kriegt man Hass. Gibt es ein nachweisbares Gespräch mit einem Vorgesetzten von ihm, der mit ihm dann telefoniert und zu den Andreas Temmel sinngemäß, jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß sowas sagt wie, Mensch, wenn man weiß, dass sowas stattfindet, dann hat man nicht da zu sein. Punkt. Drittens haben wir immer wieder angesprochen, ja, Kenntnisse der Sicherheitsbehörden, was für Kenntnisse hatten die, wie weit haben sie unterstützt, wer, welche Behörde hatte, welche Erkenntnisse, ja. Wir haben es immer wieder erwähnt. Der Mord an Kiesewetter, an Michel Kiesewetter, auch wieder so eine krasse Geschichte, Katharina hat es eben schon mal einmal erwähnt, laut der Polizei, laut des Gerichtsverfahrens, ist die Aussage, die Nazis wollten damit ein Symbol gegen den Staat setzen. Ja, die Kiesewette Polizistin, sie ermordende Polizistin und damit setzen sie ein Zeichen gegen den Staat. Da gibt es aber sehr, sehr viele Fragen. Ja. Auf einmal die neun vorherigen Morde standen alle in diesem rassistischen Tatmotiv, wurden alle mit einer Knarre, mit einer Cheska begangen. Bei dem Mord an Michel Kiesewetter mit einer anderen Knarre. Es gibt Zeugenaussagen, die, hol das mal raus, das, beim ersten Mal, wenn ich gesagt habe, pass auf, nicht jetzt sofort, weil ich muss kurz hinführen. Pass auf, SM, ne? Wie gesagt, Katharina ist ja Expertin, die hat mich nur gefragt, Mensch, hier, kommst du mit? Ja, komm mit. Also ich weiß bei weitem nicht alles oder nicht vieles. So. Aber saßen wir gestern und bei diesem Mord an Michel Kiesewetter gab es Zeugenaussagen, die halt ganz viele verschiedene Leute gesehen haben wollten. Ja? Ganz viele verschiedene Menschen, die gesagt haben, das waren jetzt nicht nur 2, 3. Dort gab es dann Täterbeschreibung. Katharina hat gestern einen rausgesucht, ich kannte sie auch noch nicht. Ja? Die Bullen tatsächlich wirklich aufgemalt haben und damit rausgegeben haben. Um das mal zu sehen, hast du es gleich hier? Kein Scheiß, Digga. So, ja. So. Für nicht zu blöd. Was man sagen will, sehr, 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 sehr viele Fragen. Ja, diese Kontakte der Polizeibeamten, nicht Kontakte, sondern sie waren Mitglieder des KKKs, die damals auch schon ja, in Michel Kiesewetters Einheit waren. Also ein Fall, der einfach ganz, ganz viele Fragen aufwirft. Ja, warum ermorden sie neunmal aus rassistischen Motiven? Warum auf einmal eine Polizeibeamtin etc.? Danach keine Morde mehr über mehrere Jahre. Ganz viele verschiedene Fragen. Und dann natürlich auch ganz wichtiges Ding, die Verbindung in die organisierte Kriminalität. Wo haben sie immer die Waffen herbekommen? Was für Kontakte gab es da? Bis heute gibt es natürlich immer wieder Überschneidungen vom Milieu zu Neonazis. Ja, viele Leute aus diesem besagten Blatt in Anna-Umfeld sind heute in irgendwelchen Rocker-Gruppierungen etc. Das war damals so, das ist heute so. Und darauf einzugehen, was haben die sozusagen gewusst, wie haben die supportet,
da gibt es auch die verschiedensten interessanten Geschichten. Und diese Frage wäre auf jeden Fall auch sehr wichtig. Da gibt es beispielsweise, wir haben ja gesagt, es gibt zwei Bundesländer, wo es sogar zwei Untersuchungsausschüsse gab. Und das ist gerade in Thüringen beispielsweise der Fall, wo genau ihr da gerade das untersucht, ja, die Verbindung in die organisierte Kriminalität. Genau. Sofern es Konsequenzen aus NSU gegeben hat bis heute, dann ist als erstes zu nennen die Stärkung der Verfassungsschutzbehörden, heißt ein struktureller Ausbau, ein rechtlicher Ausbau und ein finanziell-personeller Ausbau. Das gemeinsame Abwehrzentrum, was aufgelegt wurde, eigentliche Konsequenz nach NSU, eigentlich um sozusagen insbesondere Neonazis stärker im Blick zu behalten oder dort die Informationen zusammenzutragen. Da werden Informationen vom Bundesamt, den diversen Landesämtern, von Polizei, BKA und so weiter zusammengetragen. Das ist mittlerweile ein gemeinsames, wie auch immer, Abwehrzentrum, Informationssammelzentrum, in dem es um Rechts-, Links-, Ausländer, alles sozusagen geht und was am Ende wieder einen verstärkten Zugriff, Datensammlung und möglicherweise eben auch weiteres mehr hat. Und so richtig ist nicht bekannt, wer hat denn da wie Zugriff auf diese Informationen und was passiert damit. Gleichzeitig eine erstarkende rechte Szene, zumindest ist das für diverse Bundesländer feststellbar, dass es da nach NSU für zwei Jahre ungefähr ein weniger Werden, zumindest von öffentlichen Aktivitäten gegeben hat. Steht höchstwahrscheinlich im Zusammenhang auch mit der Repression, die es nach dem Auflegen des NSU gegeben hat, heißt diverse Hausdurchsuchungen bei Führungspersonen der rechten Szene und. Das ist aber seitdem Neonazis im Prozess aussagen müssen und dort sozusagen ganz klar sich als die Sieger beweisen können, indem sie sich weigern, über ihre Kameradschaftsszene auszusagen, mit Verweis darauf, dass ihre Ideologie ihnen untersagt, etwas über ihre Kameraden zu sagen und es dafür keinerlei rechtliche Konsequenzen gibt in Form von angeordneter Ordnungshaft oder auch finanziellen Strafen und. Ist sozusagen im Zusammenhang am Ende feststellbar seit 2014 ein sehr starker Anstieg und eben der eskalierende Rassismus, den, glaube ich, jeder mitbekommt, die ja ein Stück weit einfach sich die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen anschaut. Was eigentlich zu tun wäre, die Opferperspektive einzunehmen, weil bereits 2006 sehr klar durch die Angehörigen, also Familie Kubaschik, Familie Schimschek und Familie Josgard, Demonstrationen organisiert wurden, unter anderem in Kassel, bei der mehrere tausend Menschen, allerdings alles Leute aus der migrantischen Community, alles POC waren und keinerlei Unterstützung durch klassische Strukturen wie Gewerkschaften, wie Kirchen, wie auch antifaschistische Gruppen und so weiter stattgefunden hat. Und die haben damals bereits gesagt, es waren Neonazis. Das hat weder die Polizei ernst genommen, noch in die entsprechende Richtung ermittelt, noch haben wir es gehört und sie unterstützt, in welcher Form auch immer. Daraus folgend dann eben auch fehlende Solidarität mit Betroffenen und wenn sie denn damals schon nicht war, dann wenigstens heute und zwar nicht nur gerichtet auf NSU und die Angehörigen und die Betroffenen der Sprengstoffanschläge, sondern eben über den NSU hinaus Solidarität mit Betroffenen von heutiger rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Und dazu gehört für mich zumindest ein konsequenter Antifaschismus, der sich nicht in Tweets und Hashtags äußert, sondern auf der Straße und auch in Risikosituationen, wo man selber möglicherweise etwas in Kauf nimmt. Weil wenn wir das nicht tun, trifft es am Ende diejenigen, die es schon immer trifft. Und das sind erst an dritter oder vierter Stelle die Weißdeutschen. Es trifft nämlich diejenigen mit anderer Hautfarbe oder eben auch mit anderem rechtlichen Status. Und für mich bedeutet konsequenter Antifaschismus A, das zu verhindern und wenn man es schon nicht verhindern kann, dann derjenige zu sein, der sich nicht nur entgegenstellt, sondern der in Kauf nimmt, dann die Schläge oder was auch immer zu kassieren, weil es Medien, Politik und Gesellschaft mehr interessiert, wenn ein Weißer oder eine Weiße zusammengeschlagen wird, als wenn es Geflüchtete sind. Da sage ich aber auch, ist notwendig dringend die Zusammenarbeit und diese sehr weiß geprägten Strukturen zu öffnen und endlich in die Situation zu kommen, mit Menschen, egal wo sie herkommen und egal was für eine Religion sie haben, zusammenzuarbeiten.
die Recherchestrukturen zu stärken, die vorhanden sind. In Berlin sind die ja super, finde ich zumindest, aufgestellt, sei es jetzt das Abhabitz oder sei es die diversen kleineren, auf die Stadtteile sozusagen konzentrierten antifaschistischen Gruppen. Da, wo sie nicht vorhanden sind, ist es dringend notwendig, die aufzubauen. Ohne die Recherchestrukturen wüssten wir bis heute nichts über die Erwähnung des NSU im Neonazi-Fanzine in der Weiße Wolf 2002, denn die sind diejenigen, die solche Informationen gesammelt haben und vor allem die auch die entsprechende Analyse durchgeführt haben. Ja, Rassismus, wo auch immer, thematisieren, gegenhalten, standhalten und im Zweifelsfall das Standhalten nicht nur verbal, sondern eben auch nonverbal durchzuführen. Strafrechtanpassung ist meines Erachtens wichtig, dass die Polizei verpflichtet wird, wenn jemand zusammengeschlagen wird, der eine andere Hautfarbe oder auch eine andere Religion hat, dass sie überprüfen müssen und entsprechend ermitteln müssen, ob es eine politische Motivation hat, ob es aus rassistischen Gründen geschehen ist und nicht, wie es in Thüringen erst letztes Jahr wieder passiert ist, indische Studenten zusammengeschlagen werden, nebenbei sogar Heil Hitler gerufen wird, allerdings die Polizeibeamten das nicht verstanden haben wollen, als ihnen das die Betroffenen gesagt haben, weil die sprachen ja Englisch. Und insofern wurde über mehrere Wochen in offene Richtungen ermittelt und eben nicht in Richtung rechts. Als das Ganze dann öffentlich wurde und der gesellschaftliche Druck aufgemacht wurde, waren dann sehr schnell auch die Täter gefunden. Verfassungsschutz abschaffen ist nicht nur mein Traum, aber ich vermute eine Utopie. Und was ich damit meine mit Utopie, ich glaube, es gab ein kurzes Zeitfenster in 2011, wo es möglich gewesen wäre, wo unter anderem in Thüringen der Verfassungsschutz besetzt wurde und zumindest auch so eine gesellschaftliche Unterstützung dafür vorhanden war. Aktuell ist es leider so, dass es kaum politische Stimmen für die Abschaffung des Verfassungsschutzes gibt, sondern im Gegenteil eben, wie gerade auch so kurz dargestellt, eher für eine Stärkung des Verfassungsschutzes. Und ich meine, wir müssen da dranbleiben und es zumindest probieren und immer wieder diskreditieren, wo es nur geht, den Verfassungsschutz. Genau, zuletzt in diesen Zeiten sind wir beide der Überzeugung, es braucht positive Momente, weil das, was politisch erlebbar ist, ganz schön deprimieren kann, runterziehen kann, Kräfte raubt und insofern die positiven Momente verschafft uns keine staatliche Behörde, sondern die müssen wir uns selber verschaffen und das ist ein Plädoyer dafür, genau das zu tun, um die Kraft zu haben, die kommenden 10 Jahre durchzuhalten, weil das ist höchstwahrscheinlich die Zeit, die man mindestens durchhalten muss, um etwas an diesen aktuellen gesellschaftlichen Zuständen ändern zu können. Und zuletzt unsere Literaturempfehlung. Und jetzt gerne Fragen, Gespräch, was auch immer. Genau.